herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie wir ein bisschen mit Mobs rumspielen. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber naja, es macht trotzdem bestimmt Spaß. So, dazu müssen wir uns mal wieder ein Comment probieren. Langsam kriege ich das Lachen, weil wir es immer wieder machen müssen. Den nenne ich einfach Spawn Mob Comment. So, und ja. Den Standardkram halt Implements Comment Executor. Tut mir auch leid, dass das jetzt Ganze hier irgendwie vielleicht ein bisschen stressig wird. Ich bin nebenbei noch am Arbeiten an einer Facharbeit, die muss eigentlich noch weg. Ich möchte aber trotzdem meinen Plan beibehalten, täglich ein Video hier von den Tutorials. Von daher gibt es jetzt auch ein Tutorial und ich gebe hier mein Bestes, noch schnell das rauszuhauen. So, um das Ganze zu machen, ich mache das jetzt auch nur so, dass ich das relativ kurz halte. Es soll nur ein bisschen was mit Mob rumspielen sein, aber man kann da recht viel mitmachen. So, als erstes fragen wir ab if in p.hasPermission. Ich bin doof. Also fragen wir ab if sender instance of player. So. Das ist unser wichtigstes Argument. Um überhaupt erstmal abzufragen, ob wir es sich hierbei um einen Player handelt. Wenn es sich um einen Player handelt, machen wir player p gleich sender. So, das Ganze müssen wir jetzt nochmal eben zum Player casten. Ja, so, jetzt haben wir unseren Player. Jetzt fragen wir ab, ob der Player eine Permission hat. Das kennt ihr mittlerweile schon, in diesem Fall tutorial.mobspawn. So, wenn er das hat, dann machen wir was. Wir machen in diesem Fall skeleton s gleich p.getLocation.spawn. Also, wir müssen es auch noch machen, schon. Wir müssen gleich machen. Gleich bucket.spawn. Hallo. Ist komplett schwärmert. Aber kurz. p.getLocation. So, jetzt habe ich es hier. p.getLocation.getWorld.spawn Creature oder Entity. Ich mache jetzt einfach mal in diesem Fall Entity. Dann p.getLocation. Und Entity Type und dann Skeleton. So, das müssen wir aber, glaube ich, im Entity E nennen. Entity E. Das sollte gehen. Da müssen wir aber auch Bucket. So, seht ihr schon, die wird nicht benutzt. Jetzt können wir halt machen E. Dann seht ihr E.Z Custom Name, Z Custom Name Visible, Z Fall Distance, Z Fire Ticks, Z OP, Z Passenger, Z Velocity. Ja, was können wir jetzt hier für einen Scheiß machen? Fangen wir mal an. Wir nehmen hier Set Custom Name, damit können wir ihm einfach. Wir machen es noch ein bisschen einfacher. Wir machen das tatsächlich nochmal Skeleton. Ein S gleich E. So, dann müssen wir es einmal casten. Skeleton. So, ich mit Doppel L. Cast to Skeleton. So, ein S vor. Jetzt können wir nämlich ein bisschen mehr machen. Set Can Pick Up Items. Soll nicht können, also es kann keine Items aufheben. S.setCustomName. Nehmen wir mal mein Skelett. Dann S.setCustomNameVisible, damit man ihn auch sehen kann. Das machen wir auf True, sonst wäre es ja halt ein unsichtbarer Name. Das können wir halt weitermachen. Wir können S.addAttachment, S.getActiveFusionEffects. Ja, wir können das Equipment machen. Oh, das ist auch vielleicht interessant. Wir können müssen doch s.getEquipment machen. s.getEquipment.set. Jetzt können wir Armor Contents machen, wir können auch einfach Set Boots machen. Dann machen wir, wir hatten ja unsere Item Users, glaube ich, geschrieben. Item Users. Haben wir die nicht geschrieben? Könnte mich daran erinnern, dass wir. Da, Get Item Stack. Den übernehme ich jetzt einfach mal, weil das deutlich einfacher ist. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie das Ganze ist, das hatte ich in einem Tutorial erklärt, das müsste mit dem Interactive Event gewesen sein. Es geht ja einfach nur darum, dass wir uns ein Item Stack hier machen können. Ja, für die Leute, die schon etwas weiter sind. So, da ist ein Spawn Mod Comment. Ansonsten einmal kurz anhalten und sich das einmal ansehen, wie ich das geschrieben habe. Und dann Get Item Stack und hier können wir jetzt einfach Display Name. Da machen wir einfach Null rein. Das braucht kein Display Name. Material. Iron Boots. Oh ne, das brauchen wir an sich. Wir machen es einfach so. New Item Stack.
Material und Diamond Boots. So, damit setzen wir den Boots. Das sollte an sich sichtbar sein, hoffe ich. Ich weiß, bin mir auch nicht ganz sicher. Wir machen S.set get equipment.set. Jetzt können wir was machen. Und was ich am interessantesten finde, ist halt Item in Hand. New Item Stack in Klammern Material.Carrot. Carrot Item. So. Das ist jetzt halt alles so ein bisschen Rumspielerei. Aber ich möchte es halt einfach darstellen. Das könnt ihr jetzt auch beliebig anpassen. Ich möchte es nur ganz kurz jetzt heute halten, wie schon gesagt, weil ich wenig Zeit habe wegen der Facharbeit. Bezüglich der Facharbeit, wenn ihr die später mal tatsächlich mal einsehen wollt, ich glaube, die wird auch auf meiner Webseite veröffentlicht werden, weil ich das sonst schwachsinnig finde, so eine Arbeit überhaupt zu schreiben. Naja, grundsätzlich, der ganze Kram hier, das wäre jetzt erstmal unsere Grundsachen. Jetzt müssen wir euch das nur noch hier in unsere Plugin-Utils eintragen, wie ihr es von jedem mal schon kennt. Wir kopieren uns einmal den Comment, dann machen wir in diesem Fall Spawn Mob, so nennen wir das Ganze. Machen hier Spawn Mob Comment. So. Importieren das Ganze. Gehen wir in unsere Plugin YML, kopieren wieder mal eine Zeile hier raus. Das sollte ja auch bekannt sein. Nennen das Ganze Spawn Mob Comment. Aus Spawn Mob muss es sein. Und dann spawne ein Skelett. So, jetzt exportieren wir das Ganze. Ich hoffe, ich habe jetzt tatsächlich keine Fehler gemacht, wenn ich das so schnell hier runter rattere. Ja, wenn ich in Stress bin, dann ist es doch alles sehr schnell. So, das Ganze starten wir einmal. Wir gucken jetzt einmal, ob wir keinen Fehler bekommen. Parallel zu starten wir schon in Minecraft. Das funktioniert alles einwandfrei. Unsere Auto-Messages kommen wir immer noch perfekt. So, dann starten wir jetzt Minecraft. Das kann sich nur um ein paar Sekündchen halten. So, dann gehen wir auf den Server drauf. So, jetzt sind wir drauf. Jetzt können wir mal was machen, nämlich slash spawn mob. Oh, ich weiß, was der Fehler ist. Ich bin dumm. Das, also ihr seht schon, dass das das spawnen wollte, aber wir müssen es einmal eben öffnen. Ich habe glaube ich kein Notepad drauf. Nur einmal. So. Und jetzt müssen wir hier nämlich Spawn Monsters müsst ihr irgendwie rein. Genau, Spawn Monster auf True. So. Das Ganze reloaden wir dann einmal. Dann Spawn Mob. Das spawnt immer noch nicht. Das ist doch ein Witz. Ist doch gerade öffnen. Finde ich dumm. Spawn Animals True. Spawn Mob Monster True. Difficulty 1. Ha. So, nochmal reloaden. Ah, das ist jetzt mein Skelett mit der Karotte in der Hand. Und es wird jetzt also brennen. Und mit den schönen ja, das ist jetzt das Rumspiel heute mit unseren Mobs. Ja, ich hoffe, euch hat das gleiche Folge gefallen. Ich werde selbst ein bisschen damit rumexperimentieren. Das Skelett steht gleich. So, ist das zum Tod. Steht. Ah, ist gestorben. Jetzt habe ich die Sachen bekommen. Und ja. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.